Hallo, wir von BeamerShop24 möchten euch heute den Acer H6510BD vorstellen. Der H6510BD ist ein Multimedia-Projektor mit der stärkeren Tendenz ins Heimkino. Er bietet die Full-HD-Auflösung, eine Lichtleistung von 3000 Ansilumen, daher auch schon mal ganz gut für eine Präsentation einzusetzen, und einen Kontrast von 10.000 zu 1. Das, was ihn dann jedoch eher zum Heimkinogerät macht, ist eine direkte 3D-Fähigkeit über HDMI. Er bietet eine 2D zu 3D-Konvertierung, die natürlich gerade bei neueren Filmen gut zur Geltung kommt. Und er ist auch Nvidia 3D TV Play Ready, was natürlich auch gerade für die Gamer noch interessant ist. Schauen wir uns nun einmal die Anschlüsse des Gerätes an. Hier bietet er eine ES-232-Schnittstelle, eine Mini-USB-Schnittstelle, zwei HDMI-Eingänge, einen S-Video und einen Cinch-Video-Eingang, einen VGA-Anschluss, einen VGA-Ausgang, eine YUV-Schnittstelle sowie einen Audio-Eingang und einen Audio-Ausgang auf 3,5 mm Klinkenbasis. Schauen wir uns nun das Zubehör des Projektors an. Hier haben wir einmal ein Netzkabel, ein VGA-Kabel, die Bedienungsanleitung, die Fernbedienung mit Batterien und eine Tragetasche. Hiermit und mit seinem kompakten Äußeren und einem Gewicht von rund 2,2 Kilo ist er dann auch noch sehr portabel, was gerade für eine Präsentation außerhalb sehr praktisch ist. Optional erhältlich ist noch die 3D-Shutterbrille von Acer, die natürlich dann für das 3D-Sehvergnügen im Heimkino benötigt wird. Wir hoffen, wir konnten Ihnen den Projektor Acer H6510BD etwas näher bringen und würden uns freuen, Sie auch bei unserem nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!